Hi Leute, jetzt endlich Dominion. So, dann spielen wir mal Dominion, Kristallname, normal. Und wie ich lade mein Team ein, denn dieses Mal haben wir dabei den Darius. Hey. Und den Joghurt. Servus Leute. Ja, dann spielen wir mal. Darius kennt ihr alle, oder solltet ihr zumindest kennen. Den Joghurt, der ist neu, das ist ein sehr guter Freund vom Rikulat oder Perlat, wie er hier in League of Legends heißt. Ist auch super. Echt netter Kerl. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Nein. Nein. Hab ich nicht. Hast du irgendwie Facebook-Seite oder sowas? Irgendwas, was ich verlinken könnte? Nee, lass mal. Okay, also er ist nicht verlinkt, ihr könnt ihn nie finden. Ihr müsst bloß hoffen, dass ab und zu mal wieder dabei ist. Ja. Also ich werde, glaube ich, noch nicht erzählt, ich werde jetzt Ryze spielen. Wen werdet ihr denn so spielen? Ryze. Ja, keine Ahnung, ich werde mir mal die Team Composition ein bisschen anschauen. Ich bin gerade so ein bisschen auf Jarvan. Ich weiß auch nicht. Ich lass mich überraschen. Ah, da ist schon das Spiel. Komm, letztes am Ende. Wir gucken einen Corki. Los, gehen wir! So, dann... Ah, ich hab hier keinen... Aber so... Was wolltest du sagen? Wir haben auf jeden Fall schon mal gut Damage, glaube ich. Das glaube ich auch. Ein Jace. Oh, Warwick? Boah, ich weiß echt nicht. Nimm halt Warwick, mit dem bist du echt am besten. Ich glaube, ich nehme wirklich Jarvan. Ich logge schon mal ein. Bisschen... Du spielst mit Revive? Ja, ich als Beschwörerzauber nehme ich immer die Zauber, die ich geskillt habe. Und Klarheit ist mit Ryze scheiße. Blitz habe ich ja geskillt, wieder mit dem auch, Teleportation gibt's leider nicht. Und Hellsehen ist in Dominion auch so ziemlich fast scheiße. Ja, das kannst du... Das wird auch auf Summoner's Rift gespielt. Sonst noch was? Nö, das war's eigentlich. Da bleiben nur Wiederbelebung und Blitz halt in Dominion. Ja, ich werd mal so ein bisschen meine Tankrolle ausfüllen und quasi auf die Gegner draufspringen, damit ihr dann möglichst viel Schaden machen könnt. Ja, finde ich super. Gut. So. Der Corki wird Bot gehen, schätze ich mal, oder? Das schätze ich auch. Oder ich werde Bot gehen, ich weiß es noch nicht. Hat keiner was geschrieben. Ich glaube auch mal einen. Wir werden es sehen. Ja, wir werden es. Normalerweise stellt sich hier einer schon unten hin, dann gibt es ein bisschen ein Gerangel und dann. Ja. Naja, Leute, wir sehen uns dann gleich im Ladebildschirm. Gut, im Ladebildschirm. Was? Ich sehe gerade zweimal Garen und zweimal Nidalee. Ja, ich hatte schon mal ein Spiel, da waren drei gleiche Champions in beiden Teams. Vier habe ich noch nie gehabt bisher. Na egal. Das ist mit Blind Pick. Was? Das ist das mit Blind Pick. Ja. Ich würde mal die Gegner vorstellen, oder will das einer von euch machen? Darfst du schon machen. Oder willst du, Joghurt? Naja, wir haben einmal Frenchmade Nidalee, eine High Damage Poke Assassin Carry mit einem unglaublich krassen Skin. Master Yi, auch ein All-Time Evergreen. Der einfach unglaublich viel Schaden macht und dabei noch fast unfassbar schnell ist. Jinx, das ist eh so das Neueste, was rausgekommen ist. Einfach zu OP meiner Meinung nach. Garen, ja, solide Tank. Ah, da geht's los. Und als letztes, wen haben wir noch bei den Gegnern? Katarina. Ja, sehr viel Schaden. Sehr beweglich. Sollte man drauf aufpassen. Yep, das stimmt. Da sollte man drauf aufpassen. Ja, Garen will Bot. Also wir sollten unsere Gegner auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber ich denke mal, Alter, der alle bis auf Garen relativ squishy, also wenn wir ein bisschen CC reinhauen, also Crowd Control, dann sollten wir sie schon platt kriegen. Was mir gerade noch so auffällt, Master Yi, Jinx und Garen sind ja auf normalen Schaden, Nidalee und Katarina auf magischen, das heißt, wir sollten ein bisschen mehr Rüstung als Magieresistenz haben. Also zumindest für dich ist das wichtig, weil du den Tank spielen wolltest. Ja,
Allerdings ist Nidalee und Katharina mit ihrem magischen Schaden natürlich over the top, wenn du dir die anderen anschaust. Gut, Master Yi wird auch noch ordentlich reinbashen. Den Jinx hast du ja praktisch auch auf der Power, die macht auch normalen Schaden. Ja, das ist echt... Ich habe die mal auf PvE gespielt und... Das war echt nicht lustig. So. So, ich werde mal gleich diesen hier nehmen. Willst du gleich den hier nehmen? Dann renne ich weiter nach Top. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, Corki hilft mir. So. Auf was bist du denn gespannt? Geschwindigkeitsfeld. Wie der erste Fight ausgeht. Wow, das war so knapp. Ja, Bam getroffen. Und du hast getroffen. Soll ich mal... Oh, ja, Katharina. Scheiße. Bis jetzt jeder Schuss ein Treffer. Mich hat's auch einmal getroffen. Okay. Nein, verdammte, was? Sie greift mich an. Master Yi, die! Muss weiter weg. Oh verdammt, verdammt, er hat stumm auf mich gemacht. Scheiße, ich sterbe gleich. Nein, lauf. Boah, ich lebe noch. Nein, ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, scheiße. Nein. Ich hätte dich ja heilen können, aber. Okay. Nee. Das war ein harter Kampf. Das war ein lustiger Kampf. Ich setze gleich mal Wiederbelebung ein. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Das Geile ist, ich habe Wiederbelebung geskillt. Und da hat man ja dann nach Wiederbelebung kurz erhöhtes Leben und erhöhtes Bewegungstempo. Also ich bin schon fast wieder da. Die Bitches kommen, gell? Bitches kommen? Ja. Okay, dann werden wir mal einen Empfang bereit. Da dass ich weg. So, also ich habe mir eigentlich die Nidalee nur gekauft wegen Aram. Aram? Ja. Geht mir das nicht auch so? Ach scheiße, ich habe da reingeklickt und dann wollte er außen rumgehen. Ich heil mal den Winter. Ich komm vielleicht auch nicht. Jetzt. Gott. Okay, solange sie... Nein, verdammt! Die Minions sind scheiße. Komm, die Nidalee killen. Kriegen wir. Ich nehme mal einen hier. Und noch einen Speer hinterher. Garen immer noch im Busch. Wir werden sehen. Nein. Also wie schaut's eigentlich unten aus? Garen gegen Jinx? Der Garen ist ein bisschen hinten, finde ich. Ja, gegen den Ranged, wenn er nicht unbedingt... Ja. Komm. Ach, der stirbt so oder so. Oh, verdammt, da kommt die... Ah, das ist nicht gut. Aber Moment mal, da hinten seid ihr nicht alle. Jawohl. Oh, oh. Oh, verdammt, nein. Scheiße. Katharina ist einfach hart. Ja. Vor allem, wenn wir uns auf irgendwas anderes konzentrieren. Das Blöde ist ja, ihre automatische Fähigkeit, da hat auf mich weitergeschossen, während ich sie nicht mehr gesehen habe. Das war total scheiße. Ja, die Ult ist einfach böse und... Oh mein Gott, schau dir Bottom an. Nein, er hat noch eingenommen. Aber Corki... Ich sag doch, in die Aufnahmen haben wir nie Glück. Also ich habe die letzten, die komplette Champion-Runde mit Ryze ich bisher nur gewonnen. Echt? Alle vier Spiele, ja. Ich habe letztens 3 Arams gemacht und da habe ich echt immer abgeschissen. Das eine lade ich heute hoch, das letzte. Taric auf Aram, ziemlich OP. Ja, oder Nautilus, den kann ich auch ganz gut. Okay. Oh, heilen wir ihn zu Hilfe, Nein, halt nein, auf. Ich will doch noch gar nicht... Was für Hölle war das? Bitte. Oh mein Gott, ich glaube nicht. Garen könnte haben die von Garen irgendwie die Fähigkeiten so überarbeitet, dass der Bildschirm plötzlich so unscharf wird? Voll geil, gell? Ich habe gerade gedacht, ich habe einen Grafik-Bug entdeckt. Wo kommt Master Yi noch einmal her? Wow. Kann es sein, dass gerade gar keiner von uns Bot ist? Ja, egal. Ich gebot, weil ich glaube, es sind nämlich alle Gegner auch gerade keiner Bot. Oh mein Gott! Und dann könnte ich mir den vielleicht holen. Oh Mann, warum habe ich nicht Chase genommen? Warum hast du nicht Warwick genommen? Warum? Wir werden sehen. Schon. Warum bin ich nicht im gegnerischen Team? Haha. Ja, weil wir dann gewinnen würden. Nee. Könnte ich Wind aufs Maul hauen. Das wäre auch mal. Das.
Also ich nehme gerade Bot von denen ein, gell? Wir haben dann gleich den Quest-Bonus. Ah, das ist doch gut. Dann können wir auch ein bisschen zurück ins Spiel finden. Ich manipuliere ja, wenn das spiele immer, also. Das stimmt, er sagt immer, er macht es absichtlich so, dass wir verlieren. Und das meistens verlieren wir dann sogar. Hey, das finde ich nicht lustig. Er schon und mir ist es egal. Ihm ist egal. Okay. Ein bisschen mehr Teamplay das hier. Das ist nicht gut, scheiße. Ich habe beide zur Hälfte runterkaut. Aber mehr habe ich nicht geschafft. Jawohl, hey, da hast du wieder was getroffen. Ja. Ah, Katharina, Achtung, Katharina, Katharina. Katharina. Ich konnte noch gar nicht ulten. Nee. Oh, toll. Das hat mich voll getroffen. So, ich lebe gleich wieder. Irgendwo ist die Katharina verdammt, noch, gell? Nichts. Und wieder mich. Garen und Jinx kommen, glaube ich, top. Achtung, von hinten. Ich hier wieder Bot. Zack, durch die Katharina ist noch irgendwo. Die Jinx ist, glaube ich, auch zu euch hochgelaufen, gell? Sie ist weg. Ja, sie ist da, bei euch. Ha! Also, ich nehme da wieder unten ein, okay? Master Yi von wegen schnelles Laufen. So. Ich hasse diesen Scheiß. Das ist wieder so ein Spiel, wo von den Gegnern keiner Bot will. Was zur? Die flamen sich garantiert schon wieder. Ah, jetzt kommt der Master Yi. Die haben momentan keiner der Grund zu flamen. Wir sind vorne, ja. Verdammt, der Master Yi ist overpowered. Wow. Ja, Master Yi ist ziemlich hart. Ja, das ich bin halt noch ein bisschen zu schwach. Amo. Chang Rain. Nee, die scheiß Katharina, ey. Ich hab's gerade gesehen, ja. Was brauch ich hier eigentlich? Wäre egal, wo ich hingelaufen wäre. Weil die haben mich gesehen. So, ich glaube, es ist schon wieder keiner Bot. Aber die Katharina läuft da noch rum, gell? Ja, wir lenken sie noch ein bisschen ab. Oder ist er Bot? Garen! Beware! Justice! Es ist tatsächlich keiner Bot. Aber diesmal. Ja, aber trotzdem sind sie voran. Ne, jetzt steht's gleich. Die sind alle so viel schneller als ich. Wie gibt's das? Also ich neutralisiere mal wieder ihren. Nein! Boah, mir hat ein Minion gerade das Leben gerettet. Ich habe neutralisiert, aber mehr schaffe ich nicht. Das sind jetzt zwei Bot. Shit, warum habe ich den nicht gesehen? Fuck! Ich brauche unbedingt Hilfe, die kommen jetzt beide auf mich zu. Jawohl, die habe ich noch gekrallt. Ich brauche mal dringend Hilfe, bitte. Ich helfe dir aus dem Jenseits. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Garen läuft eh schon. Könnte man Top einnehmen, weil die sind alle Bot jetzt. Echt? Zwei sind Bot. Und eine ist tot. Und die Jinx, die läuft auch gerade hoch. Boah, ich habe keinen Assist mehr bekommen. Ist ja voll fies. Autsch. So, also wenn jetzt zwei Bots sind, renne ich zu euch hoch, top. Wow, 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 weg von der. Yay, sie hat mich noch getötet, bevor ich mich zu ihr hingezogen habe mit meiner EQ-Kombo. Ich komme gleich, Darius. Wow, wow, wow. Boah, ich mache übelst viel Schaden an der Jinx. Können wir lieber die Dominion so hart, dass die einfach so schnell so krass werden. Jawoll! Oi! Pass auf, die Niederle. Verdammt, die Niederle. Nein, 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 nein! Die Niederle! Scheiße! Du, jetzt habe ich den scheiß Hexenhut da. Katharina und Jinx, die sind eigentlich voll schwach gegen mich. Die Kat ist voll krank. Scheiße, ich hätte Jax oder sowas. Die Katharina, die hätte ich jetzt fast gekillt.
So, boah, es ist schon wieder keine Bots, gehe ich halt wieder runter. Garen. Kommt ihr damit klar? Oh, schade. Achtung, hoch kommt der Jäger. Dein Team hat die Windmühle eingenommen. Oh, zack, schön. Zack, 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 zack. Nein! Stirb, Garen! Nee. Das waren zu viele. Drei. Nein, Garen, so. nicht reingehen. Das ist es nicht wert. Verteidige lieber deinen, was auch immer das ist. So. Bin ja mal gespannt, wo der Garen jetzt hin ist. Also unter der gegnerische, den habe ich nämlich gerade fast gekillt. Da ist er. Aber ich glaube, ich gehe lieber wieder. Oh verdammt, die Jinx auch schon wieder. Ein Gegner wurde getötet. Hey, wir haben mal top. Soll gar nichts sehen. Ja, Corki ist gerade unglaublich am Abgehen. Hart unterwegs. Ja. Ich glaube, der Garen geht jetzt hoch und Achtung, die Jinx ist Bot. Ne, unten sind eh zwei, passt schon. Verdammt, die Jinx, die macht aber auch viel Schaden. Was soll der Scheiß? Schnappen Achtung, das Ding. Der Garen. Halt ihn auf. Los, gehen wir. Nehmen wir das Ding trotzdem. So, ich hole mir mal hier oben die Heilung. Achtung, da kommen alle. So, wir nehmen gerade Bot ein, Leute. Alter, ja. Das ist so hammerhart. Oh ja, wie er sich durch meinen Speer geportet hat, ey. Das ist wirklich ein sehr tolles Spiel, finde ich. Wir sind ungefähr gleich stark. Ich hab das Gefühl, grad, ich gefickt, bin so unglaublich, Alter. Schlecht, weil ich die ganze Zeit einfach nur sterbe. Bei mir dasselbe. Ich glaube, der einzige ist der Corki, der wo es reißt. Der hat 12, 8, 7. Nein, ich bin schon wieder verstürmt. So, kaufe ich mir das hier und das wird dann, glaube ich, das nächste. Wiederbelebung und runterlaufen. Ach, du bist ja auch Bot, Jugurts. Habe ich gar nicht gesehen. Du hast gleich den Garen gekillt. Nee, aber Jinx. Und die Jinx. Ey, Garen ist mir relativ wurscht. Der soll nur sterben, wenn er herkommt und versucht, den Punkt wieder wegzunehmen. Oh verdammt, wir haben gerade unsere Mitte verloren. Ja, die Niederlady macht voll viel Schaden. Meinst du dich oder die andere? Dreimal darfst du raten. Wenn ich letzter von unserem Team bin. Ich bitte. Die Jinx ist auch irgendwo hier, gell? So, ich reiß mich jetzt zusammen. Verdammt, Bot, vier Bots! Go! Top! Irgendjemand müsste mal bitte Bots kommen. Ah, der Garen kommt schon. Darius, ich hoffe, er kriegt Top, denn das werden wir brauchen. Nee, das kriegen wir nicht. Soll ich jetzt wieder runter zu Garen und versuche ihm zu helfen? Schon. Wow, Corki, zurück! Du bist so tot, Corki. Ich bin auch so tot, ey. Okay. Nehmt euch Button, während ich versuche, Mitte zu verteidigen. Das sind drei oben. Ja, ich weiß. Der Garen, der kommt euch, glaube ich, gerade zu Hilfe. Ich versuche, dass ich Bots kriege, aber ich kann nichts versprechen. Oder warte, nehmt ihre Mitte. Da kommt da wieder der Garen. Ja. Leute, was macht ihr? Gleichzeitig.
Okay. Es wird ein bisschen schwer. Guck mal, ihre Mitte ist nicht verteidigt. Nehmt sie euch. Ich nehme sie mir. Ich habe in Aufnahmen nie Glück. Das sagst du immer wieder. Und immer wieder verlieren wir. Darius, warum spielst du eigentlich nicht Darius? Wo, verdammt, nein, Bot! Früher hab ich ihn gern gespielt, aber... Alles im Bot! Nein, ich hätte die Katharina fast gekillt! Ihre scheiß Ulti! Fuck, Marci! Also ich halte ein bisschen in Schach, den Bot. Hinter dir! Gegen Marcel hier einfach keine Chance. Das ist so haftig. Ich komm nicht mal davon. Ah, ich glaube, das verlieren wir doch noch. Das erste Spiel in dieser Champion-Runde, die ich verliere. Ich dachte immer, man soll nie so negativ denken. Hast mich letztens sogar getadelt, weil ich das behauptet habe. Ja, weil du gesagt hast, es ist verloren. Aber verloren ist es noch lange nicht. Wir können jetzt immer noch gewinnen. Ja. Oh, aber man hat gesehen, das hat wirklich mit einem Nexus Health Point das geendet. Ich hatte schon mal eins mit nur einem gewonnen. Ich weiß aber nicht, ob ich das sogar aufgenommen habe. Okay. Nimmst du Bot ein, gehe ich schnell top helfen. Darius, ich komme! I don't care the minions! Irgendwer kann noch Mitte nehmen. Oh scheiße. Nein, hoffentlich reconnected der bald wieder. Hoffe nein, Master Yi! Die Katharina gekillt. Das ist einfach so unmöglich, Master Yi. Verwacht. Hab's gesehen. Nein! Hahaha, da hat sie ihre Ulti verbraten. So, jetzt holen wir die top. Jinx gekillt. Jetzt holen wir uns top. Ja, er ist zurück im Spiel. Ja, Corki ist zurück. Corki, be the hero. So, das fand ich jetzt voll geil von Garen. Der hat mich beschützt, damit meine Aufnahme nicht, Einnahme nicht unterbrochen wurde. Leute, nicht der Garen, der kann mich verstummen lassen. Scheiße, ich bin gestorben. Corki. Nimmst du mal bitte Bot ein, Corki ist nämlich verloren. Nein, Jinxie. Aber vor Jinxie habe ich nicht so viel Angst wie. Ne, die hält nicht so viel aus. Ich auch noch viel rein. Das kriegen wir gleich zurück. Wir müssen dringend wieder Top einnehmen. Garen ist Bot gegangen. Nein! Garen will zu euch Top, dann gehe ich Bot. Einer muss Bot sein. Jetzt hat mir der Corki den Kill geklaut. Was geht ab? So, da ist garantiert irgendwo die Jinx. Fuck. Irgendwas einnehmen. Schnell. Nee. Ich versuch's gerade. Ich komm nicht mehr bis dahin. Nein. Ich hab die Jinx fast gekillt. Nein! Scheiße! Verloren! Ich lauf noch. Verloren. Naja. Leider verloren. Das erste Spiel in dieser Champion-Runde. Wir sehen uns dann gleich in der Zusammenfassung. So. Also, ich sehe gerade, ich war Erster, finde ich voll geil. Ah, die Letzten werden die Ersten sein. Nichts gibt's. Corki war im Gesamtspiel war ich sogar Dritter, nur Katharina und Marcel sind besser als ich gewesen. Von den Punkten her zumindest. Naja, wen ehre ich denn in unserem Team? Weiß ich noch, wen ehre ich denn im gegnerischen Team? Im gegnerischen Team, glaube ich, werde ich den Garen ehren.
Und der ist mir nämlich sehr auf die Nerven gegangen. Ja, der hat mich dauernd verstummt. Nur wegen dem bin ich dann dauernd am Turm gestorben, weil er in den Turm rein verstummt mich und ich, toll, scheiße, kann nichts machen. Das ist wirklich unglaublich nervig. Ja, es war allgemein ein scheiß Spiel, weil es alles so OP-Helden waren im gegnerischen Team so. Naja. Alles so krank. So, und bei unserem Team hätten wir ja auch machen können, aber... Bei unserem Team werde ich, glaube ich, den Corki eher, weil ihr habt es ja gesagt, der war so overpowered. Corki war, finde ich, der Beste in unserem Team wahrscheinlich. Der hat also, die meisten was Kills. Was die Kills angeht. 14. Oh, ich habe nur 3, aber ich war auch die ganze Zeit Bot dann. Du hast die meisten Tower eingenommen. Ja. Und fast die meisten neutralisiert, aber es ist nur Garen besser. Und ich bin sogar fast am wenigsten gestorben, ne? Der Garen ist einmal weniger. Ich bin so unglaublich oft gestorben. Oh, ja. Das ist eigentlich für einen Tank. Ihr seid alle 13. Ja, aber ich habe das Meta von Dominion gar nicht mehr drin. Nicht? Ich hab das so in Erinnerung, dass du einen Off-Tank nimmst. Quasi mehr oder weniger. Mhm. Und dann relativ OP bist. Aber jetzt spielen irgendwie alle Carry, so wie ich das sehe. Ja. Und zwar richtig harte Carries. Und gehen nur auf Damage. Und Damage und halt Escapes. Irgendwelchen Carries mit irgendwelchen Escape-Skills. Tja, und abgesehen von Jinx. Ich spiele aber auch noch gern Leona als Tank im Dominion. Das ist auch overpowered. Wenn du einfach mal als Tank in einem Tower stehst und die dich nicht down kriegen. Und der Tower macht halt dann den Schaden. Ja. Ist schon geil. Aber das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, wenn sie zu krass werden. Ja, du wirst ja selber auch immer krasser. Also bei mir ist es so, dass es am Anfang immer besser funktioniert, sehr gut funktioniert und dann später, je länger das Spiel dauert, immer schlechter, weil ich dann immer mehr Rüstung und Magieresistenz habe. Ich kacke allgemein ab. Keine Ahnung, Dominion ist nicht so meins, muss ich sagen. Habe ich noch nicht so reingefunden. Sammelndes Rift wesentlich gemütlicher. Und da kannst du auch mit Jarvan reinspringen und ein paar Leute kloppen, ohne sofort zu sterben. Naja. Aber dann würde ich sagen, ist diese Aufnahme hiermit beendet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao. Ciao.